Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Herzlich willkommen zum Greedia Wednesday. Wir starten heute einen neuen und hoffentlich letzten Versuch mit Azazel auf den Greedia Mode. Ich will es heute schaffen. Ich will heute endlich diese letzten 11 Coins bekommen, damit wir endlich den Holy Mantle for the Lost freischalten. Das wäre so schön, die Raw Liver. Wir haben hier auch noch die Flycher. Okay, erstmal hier reingucken. Da kriegen wir ein Soul Heart. Und wir hatten eine Pille? Oh, wegen... Na klar, hier ist unsere Fool-Karte. Ja, gut. Ja, dann hätte ich gesagt, starten wir mal durch. Okay, mal die Stonies weg, das ist ganz wichtig, weil die gehen bloß hart auf die Nerven. So viel zu unserem kostenlosen Soul Heart. Okay. Hier zwei weg. Da haben wir viele Stonies und zwei Spinnen. Ein Portal. Hier oben noch ein Portal. Gut, dann haben wir hier auch schon die letzte Welle der ersten Runde. So, 12 Münzen, damit können wir eh noch nichts anfangen. Das war zu langsam. Oh Gott, zwei von der Sorte. Das ist nicht gut. Das ging gerade noch mal sehr gut tatsächlich. So. Damit würde ich doch definitiv sagen, holen wir uns hier den Schlüssel. Und die Raw Liver, weil die halt zwei Herzen abgibt. Und bekommen den Lump of Coal. Okay. Das ist der Anfang. Das Town Photo wäre auch noch schön, aber wir können ja mal gucken. Ein Pin. Pin ist jetzt nicht so die große Herausforderung. So, was kriegen wir denn hier Feines? Black Hearts obendrauf und noch Soul Hearts oben. Okay, das hat gerade vier Herzen gegeben und wir haben keins verloren dafür. Das ist ein guter Deal. Ein sehr guter, um ehrlich zu sein. Ah, da ist ein Marktrock. Wir haben keine Möglichkeit, an Bomben zu gelangen. Leider nein. Leider nein. Okay. Gut. Dann ab in die nächste Ebene. Dann gucken wir mal, was wir hier aus dem kostenlosen Itemraum so bekommen. Der Halo. All Stats up. Ja, da beschwert man sich definitiv nicht. Noch ein Soul Heart oben drauf. Wir haben die Fool-Karte, das heißt, wir können hier unten reingucken. Kriegen hier noch eine Bombe oben drauf. Eine Bombe für mehr Geld oder andere Sachen. So. Wir haben genau 5 Münzen. Wir können uns den Schlüssel leisten. Mit dem Schlüssel können wir Eve's Mascara Shot Speed. Okay. Wir chargen jetzt sehr langsam, aber ich glaube, dass wir tatsächlich massiv mehr Damage Output haben. Auch wenn sich das gerade noch nicht so wirklich angefühlt hat. Okay, wir müssen definitiv noch irgendwie ein Tears abkommen. Das ist ein bisschen witzlos.
Aber das könnte sich dann bei Ultra Greed halt auszahlen. Könnte. Das müssen wir beobachten. Wir bräuchten vielleicht noch irgendwie eine zweite Damage-Ressource. Irgendeine Cube of Meat oder... oder irgendein Orbital vielleicht. Okay. Kann sich nur um Stunden handeln. Okay. Direkt die Boss Wave. Okay, gegen Bosse ist das natürlich schon ziemlich nice. Wir haben gerade ungefähr alles auf einmal zerstört. Da habe ich die Made übersehen. Okay, das war sehr stark. Okay, neuer Versuch mit dem Teufelsraum. Das war Rag Mega. Also unser Damage Output ist schon enorm. Das kann man einfach nicht anders sagen. Jetzt wenn wir noch Range hätten. Die Horde of Babylon ist natürlich auch immer so eine Sache, nicht wahr? Und wir nehmen das Multidimensional Baby mal mit. Ja, gut. Ja, es kann helfen, im Zweifel, ne? Es kann helfen. Eine Bombe Hamper, aber ich denke, dass wir uns hier nichts holen werden. Und direkt in die nächste Ebene gehen. Erstmal gucken, was wir hier so bekommen. Es ist Range Up, was uns nichts bringt. Und hier haben wir erstmal etwas, was ich sehr gerne sehe. Und hier ist ein sehr gutes Item. Der D20. Nun gut. Okay, der war weird. Gut. Wollen wir jetzt diese Items hier behalten? Wahrscheinlich nicht. Wir haben auch einen Schlüssel. Gucken wir erstmal hier rein. Ah, Metal Plated Itches, okay. Gut, wir haben unendlich Bomben. Das heißt, wir können hier... Oh mein Gott. Ein bisschen Glück haben. Gut, ich denke, wir nehmen den Life-Up-Pilz mit. Das ist One-Up. Einfach mal for safety reasons. Gut, den Rest, den wollen wir jetzt dann eher nicht. Lass die Blatt. Auf jeden Fall. Und hier haben wir eine Batterie. Das heißt, jetzt können wir versuchen, mit dem D20 Break so richtig zu beginnen. Okay. Das heißt, wir bleiben natürlich so weit unten, wie es nur irgendwie möglich ist, um weit weg von den Münzen zu bleiben, die da oben generiert werden. Denn ihr wisst, was passieren wird. Wir werden mit dem D20 und der Batterie da oben so viele Münzen hier generieren, wie nur irgendwie geht. Und dann versuchen,
Und dann versuchen, erstmal hier nicht zu sterben. Mit dem D20 die Münzen in Kisten zu transformieren. Und diese Kisten wiederum, wenn wir die Kisten öffnen, dann können wir auch die geöffneten Kisten wieder in ein neues Item transformieren. Und so. Okay, das war frech. Und so uns sehr viel Geld und potenziell sehr viele Items, wie zum Beispiel Two of Diamond Karten oder dergleichen, generieren lassen. So. Dazu brauchen wir aber ganz viele Sachen. Und das ist jetzt ganz schlecht. Ich muss jetzt da irgendwie hin, ohne viele Münzen aufzusammeln. Aber seht euch diesen Damage an! Ja, Bloat, komm mal runter. Sei doch mal nett, ne? Okay. Gut, dann wechseln wir hier einmal alles durch, lassen das Ding explodieren. Gut, wir haben jetzt nicht viel Geld bekommen. Was eigentlich noch eine kurze Basis wäre. Wir hätten 5 Münzen gebraucht. Das war okay. Wir haben allerdings, muss man auch dazu sagen, aus Versehen den Satan-Fight getriggert. Gut. The Gate. Kann man mal kurz machen. Okay, bevor wir irgendwas hier öffnen, gucken wir hier kurz rein. Fliegen können wir schon. Und der Contract from Below. Hm. Der bringt uns halt hier nichts. Okay. Was ich sagen wollte ist, wir haben eine Credit Card. Hm. Okay, dann habe ich hier ein Trinket drin. Das ist ja auch dämlich. Und hier haben wir Bob's Brain. Okay, gut. Dann war das hier auf der Ebene erstmal verschwindet, weil ich nicht mitgedacht habe, aber gut. Infested. Hier haben wir noch eine Pretty Fly. Aber wir haben trotzdem natürlich alle Möglichkeiten. Jetzt hier noch ein bisschen Zeug rumliegen. Ich würde gern den Kollegen nochmal einsetzen. Man kann ja immer mal hoffen. Vor allem, wenn wir unendlich Münzen, hier. Oh, Two of Hearts, das wäre schön gewesen. Justice. Gut. Wir können uns natürlich hier einmal alle Items gönnen. Und dann nochmal ein bisschen würfeln. Ach ja, jetzt mit der, ja, natürlich, wir haben jetzt hier eine Batterie. Gut, trotzdem müssen wir irgendwie würfeln, um ein bisschen was Sinnvolles zu bekommen. Wie denn D6 zum Beispiel. Das wird eigentlich schwer, den jetzt noch irgendwie zu erspielen. Gut. Haben wir eine Batterie zufälligerweise noch da? Nein. Ja, dann die Broken Remote ganz sicher nicht. The Sun, the Magician. Ja. Kann man einfach einsetzen. Gut. Dann ist das sehr schade, dass wir den Dice liegen lassen müssen. Aber gut. Hilft nichts. Da haben wir so ein bisschen selbst das Fleisch geschnitten. Aber wir haben noch ein paar Ebenen, wo wir das nachholen können. So. Erstmal Oysters. Flatstone, Skipping Tears. Ich weiß es nicht.
Hier hätten wir ein Live-Up. Das können wir vielleicht später noch gebrauchen. Hier haben wir eine Reroll-Machine. Die werden wir, denke ich, auch direkt benutzen, weil hier jetzt nicht so viel Gutes ist. Und wir brauchen für die Taktik auch eine Batterie. So, Bomben werden wir... Oh mein Gott, ja. Auch wenn wir jetzt noch... Ich lasse Steam Cell mal hier liegen. Der wird sich ja nicht durch die Reroll... Oder? Oh, der wird sich auch durch die Reroll-Machine ändern. Das kann ich nicht zulassen. Ich habe gehofft, dass wir eventuell noch Diplo bekommen. Aber das Risiko gehen wir mal nicht ein. So, das ist doch jetzt schon mal viel angenehmer. Jetzt hätte ich trotzdem gerne noch eine Batterie. PJs ist zwar ganz gut. Der Potato Peeler ist allerdings auch sehr, sehr gut. Damit könnten wir uns nämlich Meat Boy craften. Mit Meat Boy an der Seite wäre das natürlich nochmal mega genial. Also wir versuchen jetzt einfach mal hier alles übrig zu lassen. Kein Geld aufzusammeln, wie wir es vorher schon gehabt haben. Bis auf 2 Cent, beziehungsweise... eigentlich brauchen wir schon ein bisschen mehr. Die Batterie ja auch noch leisten wollen. Also effektiv bis zu 12 Münzen. Da war die Skipping Tier. Ja, mehr. Ach, cool. Der Flatstone. Der war cool. Das ist interessant auf jeden Fall. Okay, wir holen uns hier erstmal Schaden ab. Das war auch sehr klug. Na, komm mal ran. Mr. Fred. Haben wir Mr. Fred schon mal bekämpft? Okay, ja, da kommen wir eh nicht vorbei. Dann nehmen wir mal die. Moment. 7 plus 3. Die Batterie ist ja auch vergünstigt. So, dann holen wir uns erstmal den Potato Peeler. Und machen uns schon mal einen Meatball-Kauf. Den behalten wir auf jeden Fall auch. Dadurch, dass wir die Schoolbag haben. Dann können wir hier runtergehen. Uns die Old Bandage holen und einen kleinen Meat Boy machen. So. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt irgendwie versuchen, dass wir hier eine Batterie bekommen. Oh, der D4. Der D4. Okay. Okay, wir müssen uns den die vorkaufen. Das geht leider nicht anders. Der D4, den können wir jetzt einfach mal einsetzen. Werden zum Mom. Oh. Okay, haben Anti-Gravity Tears. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Aber das ist kein Problem. Wir haben ja auch den Potato Peeler. Und können uns eigentlich wieder einen Meat Boy machen. Aber ich weiß nicht, ob das...
Oh nein, Moment. Moment, ich hatte doch gerade noch den D20. Ich habe doch gerade noch durchgewechselt. Oh, weil wir den abgelegt haben und wir haben kein Schoolbag mehr. Ach nee, ach Freunde. Ach komm. Das ist doch bescheuert. Ah. Okay. Hier haben wir das Book of Death. Und dazu noch Soul Hearts. Nein, also wir bleiben beim D4 natürlich. Weil das ist nicht der Bild, mit dem ich Greedier bekämpfen will. Ah, das war jetzt so nicht geplant. Oh Mann, ich wollte beide Würfel behalten. Aber okay, okay, es ist halb so schlimm. Der D4 ist wirklich kein schlechtes Item. Da ist der Divinity. Und der Diaid. Ich meine, wir haben ein paar Würfel hier. Wir haben auch den Dice schon gesehen. Da fehlen nicht mehr viel. Dann haben wir ja alle Würfel gehabt. Was ist denn hier noch? The Sun. Ja gut, Potato Peeler. Danke für deine Dienste. Das hat sich jetzt alles ein bisschen anders ergeben, als ich das geplant hatte. Aber okay, wir haben ja noch Zeit. Ich meine, es ist noch nichts verloren. Wir haben den D4, den können wir noch ein paar Mal benutzen. Und haben hier Curse of the Blind. Book of Revelations. Aber es ist eh egal. Wir können einfach... Aber wir haben auch Steam Sale nicht mehr. Ach, Mann. Oh, ups. Das hat alles nicht ganz so hingehauen, wie ich mir das gerade vorgestellt habe. Aber gut. Wir würfeln einfach ein paar Mal und dann kommt da schon was Gutes bei rum. Das war knapp. Das war auch knapp. Au. So. Fun Guy! Oh, jetzt haben wir... Oh, okay. Das ist... Oh. Oh, hallo. Oh. 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 Wir haben sogar Pyro. Wir haben Tech X. Wir haben der $3 Bill. Wir haben Stigmata. Wir haben Eternal Poo. Oder was das ist? Wir haben Lacrophage. Wir haben Poly... nicht Polyphemus. Pyromaniac. Wir haben... Squeezy. Wir haben Scorpio. Wir haben vor allem auch... Endless Tears. Hier. Bist du schon. Das ist ein verdammt starker Bild. Ich glaube nicht, dass ich den nochmal wegwürfen will. Ich glaube, wir haben die Möglichkeit gefunden, mit Azazel hier auf Distanz zu agieren. Und zwar nicht schlecht. So. Ah, wie viel Damage wir machen. Das ist angenehm. Was haben wir hier? Eine Yera.
Und eine Birkano. Und ich will einfach tatsächlich. Hier setzen wir in der nächsten Ebene ein. Ja, brauchen wir hier nicht mehr. Ich will tatsächlich die Four loswerden. Nicht, dass ich. Ja, aber nicht zwingend loswerden. Das ist auch falsch. Wir können nämlich. Mit dem die Four noch bei Greedier natürlich. Große Plusaktionen machen. Indem, dass wir uns dann Last Minute nochmal transformieren und potenziell nochmal viele Herzen bekommen. So, da mal die Box. Da haben wir noch Schlüssel. Hallo? For real? Hallo? Danke. Schade, keine Münzen. Ja. Also. Ah. Envy. Das war Envy. Das war dann ein paar Mal Red. Oh, ups, ich wollte nicht die Münze aufsammeln. So, next. Oh, wow. So, Yara. Sachen am Boden verdoppeln. Das sieht doch gut aus. Gut, ich meine, wir können noch ein bisschen einkaufen gehen. Tja. Nee, brauchen wir nicht, ganz ehrlich. Brauchen wir alles nicht. Wir haben 75 Münzen und wir haben einen reduzierten Slot. Gucken wir mal, die Red Candle und damit haben wir den die vor theoretisch los. Und die Red Candle ist auch gar nicht so schlecht. Nee, wir bleiben beim Defor. Wir bleiben da in Defor. Und ich werde tunlichst daran denken, nicht drauf zu drücken. Ehe es nicht wirklich notwendig ist. Da wäre noch eine Yara gewesen. Ah! Okay, gut. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ganz klar. Dann gehen wir direkt runter. Heute klappt das, Freunde. Heute schaffen wir diese 11 lächerlichen Coins in diese Maschine. Vor allem besiegen wir Ultra Greed. Das wäre doch gelacht. So, jetzt holen wir uns hier noch ein paar Münzen. Zumindest 7. Okay. Ab dafür. Azazel versus Ultra Greed. Oh mein Gott, machen wir Schaden. Das ist sehr angenehm. Au. Ich sage, es sind diese D4-Runs, die einfach immer komplett ausarten. Das war Phase Nummer 1.
Und das wird Phase Nummer 2 werden. Und wir haben halt auch Pyro, also die Explosionen heilen uns. Das ist also faktisch absolut easy. Und unmöglich zu sterben. Also unmöglich ist vielleicht das falsche Wort. Oh, ich hätte mit der Yara gerade den Dime verdoppeln sollen, ich Trottel. Na komm. Oh ja. Batwing has appeared in the basement. Und wir haben hier noch... Komm schon. Ja, Yara. Komm, und jetzt bitte. Bitte, 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 bitte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lost no holds, holy mental. Es ist doch... Und es ist nicht zu fassen. Es ist echt passiert. So. Und jetzt schauen wir mal, wie viel da noch reingeht. Gut, wir sind bei 950. Wir sind bei 950 und 16 noch. Komm schon. Oh mein Gott, haben wir Fortschritt gemacht. 966 Münzen. 34 bis zur... Beziehungsweise 33. 33 bis zur vollen Greed Machine. Bis zu 999. Und dann noch eine Coin extra. Bis zu unserer nächsten Überraschung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ende, aber eine Sache lasse ich mir nicht entgehen. Das hätte jetzt noch der Quarter sein können, ne? Oh, wir hätten Monstrous Lang noch bekommen dazu. Na gut, so wäre es aber schwieriger geworden. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Ending. So sieht es nämlich aus. Wir haben endlich mit Azazel den Greedier Mode geschafft, haben für The Lost in Holy Mantle freigeschaltet. Das heißt, am Samstag geht's auf mit The Lost und unserem nächsten Versuch, endlich mal sinnvolle Runs mit ihm zu reißen. Das kann jetzt endlich mal passieren, dass wir einen guten Run haben und nicht sofort instant krepieren, sondern den Holy Mantle von Anfang an jetzt besitzen und dadurch richtig gute Runs haben können. Es ist weiterhin ein sehr schwerer Charakter, das will ich gar nicht schönreden, aber es könnte jetzt so viel angenehmer werden, als es bis jetzt zumindest ist. Oh, bin ich froh, dass das heute endlich mal wieder ein super Run war. Das war richtig gut heute. Obwohl wir ein, zwei grobe Fehler gemacht haben eigentlich, die sich aber dann gar nicht als so dumm herausgestellt haben. Denn unser D4 hat es halt gerettet. Das ist einfach ein so gutes Item im Greed Mode. Einfach alle Items kaufen dieser Welt und dann einmal auf Randomizen drücken. Und puff, schon ist man zum Beispiel mit dem Tech-X gesegnet. Und dazu noch Pyro, was natürlich optimal für Greedier für die zweite Phase ist. Weil da ungefähr jeder Angriff aus Explosionen besteht. Außer der Beam zwischen den Türen. Nur gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns dann am Samstag wieder zu unserem ersten richtigen The Lost plus Holy Mantle Run. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, Freunde. Euer Matze. Ciao.